Dass die blau-weißen Hockeyherren am Ende gegen Mariendorf jubeln konnten, stellt eigentlich keine große Überraschung dar. Jedoch der Spielverlauf deutete zunächst nicht in die Richtung eines Kantersiegs der Hausherren. Denn die Partie begann ausgeglichen, beide Teams schienen sich erstmal zu beschnuppern. Zwingende Chancen waren in der ersten Phase des Spiels rar gesät. Ja, es ist ja das erste Spiel jetzt nach Weihnachten, nach den Feiertagen. Das heißt, 3 Wochen kein Spiel, 2,5 Wochen, 3 Wochen kein Spiel. Alle essen ein bisschen mehr, trinken ein bisschen mehr. Dann war die erste Halbzeit so ein bisschen Eingewöhnung. Zeit zum Eingewöhnen gab es dann mehr und mehr für die Goalies auf beiden Seiten. Mit zunehmendem Angriffsdruck mussten Burkhardt für Blau-Weiß und Cibilski für den MHC ein ums andere Mal in die Bresche springen, um den jeweiligen Kasten sauber zu halten. Nach 18 gespielten Minuten war es Cedric Nagel, der den Bann brach und die in Weiß spielenden Hausherren in Führung brachte. Doch Mariendorfs Antwort, die folgte prompt. Mit einem Doppelschlag binnen 3 Minuten brachten Pröhle und Kluckert die Schwarz-Gelben in Front. Ich kann sagen, es war ein bisschen eingerostet in der ersten Halbzeit. Klar waren wir auch Favorit, aber MHC hat gut hinten in der Raumdeckung gestanden. Wir haben es konzeptionell auch ganz gut gelöst, hatten einige Chancen, waren am Ende dann aber nicht ganz so konsequent. Und das hat MHC natürlich in die Karten gespielt. Doch das gute Blatt endete für die Gäste 8 Sekunden vor der Halbzeit, als Blobel per 7 Meter den Spielstand wieder egalisierte. In Hälfte 2 dann die Hausherren überlegen, gingen schnell durch Robert Füll in Führung und setzten immer weiter nach. Die Mariendorfer dadurch gezwungen aufzumachen, so boten sich dem TC Blau-Weiß immer wieder Lücken, die sie jetzt im Gegensatz zur ersten Halbzeit kaltschnäuziger nutzen konnten. Das ist eben halt das der Ball, da sind die Lücken, die Bälle sind um die Ohren geflogen, hat Blau-Weiß sehr gut gemacht, natürlich unsere Chancen oder die Lücken ausgenutzt, die wir aufgemacht haben, wo wir dann nicht mehr mithalten konnten, beziehungsweise den Ball selbst abfangen konnten, und das war dann nachher der Genickbruch dazu. Denn die Gastgeber, jetzt wie entfesselt, produzierten Tore am Fließband, und der MHC, ja, der fand darauf keine Antworten mehr. Okay. 9:2 lautete der Endstand in der Sporthalle Charlottenburg. Ein wichtiger Schritt in Richtung Playoffs. Wenn wir jetzt weiter in der Reihe bleiben und in einer Woche, also nicht Montag morgen, sondern in einer Woche Montag, hier wieder gegen Tusri punkten, dann sieht es für uns sehr gut aus, und wir wollen natürlich uns fürs Viertelfinale qualifizieren. Im Idealfall auch als Erster und dann auch hier das Heimrecht dann gewinnen. Der TC Blau-Weiß ist, wenn auch zunächst etwas verschlafen, im neuen Jahr angekommen. Wenn der Motor weiter so läuft wie in der zweiten Halbzeit, kann man in Charlottenburg frohen Mutes in Richtung Playoffs schauen.